weil es so dumm ist, meine liebe Lena. Das ist jetzt wirklich schwarz auf weiß, der größte Scheiß, den man überhaupt verzapfen kann. Macht genau das Gegenteil von dem, was sie hier sagt. Also es ist komplett falsch, weil das Gehirn denkt ja, ich verhungere. Du hast keinen Bock mehr, irgendwas zu machen, außer auf deiner Couch zu sitzen und du hast den ganzen Tag über Hunger. Punkt Nummer 7. Meine Fresse. Einfache Biochemie von einer Lena von InStyle einfach mal in die Welt komplett andersrum falsch rausposaunt. Da könnte ich wirklich kotzen, okay? 7 Warnzeichen verraten, dass dein Körper mehr Kohlenhydrate braucht. Hohoho. Oh. Welcher Pressebericht wieder? Sag an, mach ich ein Video zu. Nach dem Intro. So, meine Freunde, heute geht es wieder um einen ganz seriösen Bericht. Und ich frage mich, ich glaube, die Medien, das ist schon echt anstrengend mit denen. Weil einer schreibt einen Bericht und dann schreiben einfach alle den gleichen Scheiß. Und es ist egal, ob man schon tausendmal gesagt hat, dass es völliger Schwachsinn ist, was sie da reden. Es wird einfach von jeder Zeitung immer wieder das Gleiche abgeschrieben. Das ist echt schwierig, weil es ist echt krass. Also heute gucken wir uns wieder einen Klassiker Medien an, wie die Medien immer schreiben, weil die haben ja auch wirklich, also die Journalisten, hier in diesem Fall Lena, hat ja auch wirklich richtig Ahnung von der Ernährung und die können einfach alles falsch sagen. Es ist völlig egal. Einfach alles falsch, aber es wird halt veröffentlicht. Hauptsache die Zahlen stimmen und Hauptsache, wir erregen irgendwie Aufsehen. Das ist das Wichtigste. So falsch. Okay, wir gucken gleich die 7 Punkte an. Aber bevor wir das machen, lade ich euch natürlich immer herzlich ein, dass ihr auch auf so eine Scheiße nicht mehr reinfallt. Dass ihr einmal das System versteht, wie ihr verarscht werdet. Das kann ich aber nicht in einem 10 Minuten YouTube-Video machen, sondern dafür habe ich mein Webinar 90 Minuten, wo ich das genau erkläre, warum ihr wirklich augenscheinlich verarscht werdet. Also richtig. Ich zeige auch so eine optische Täuschung, wie ihr verarscht werdet. Guckt euch das unbedingt an. Nehmt euch 90 Minuten Zeit. Ich schreibe es unten in die Kommentare. Ist auf jeden Fall sehenswert. So, jetzt gucken wir uns mal die 7 von diesem, und es sind ja immer die gleichen. Ungefähr 7, 8, 9, 10 Sachen sind's immer, ist immer das Gleiche in den Medien. Deswegen eigentlich, wenn ihr das hier jetzt, die Argumente hierzu kennt, kennt ihr eigentlich schon 90% aller dummen Argumente von dummen Zeitungen, die dumme Berichte schreiben, okay? Punkt Nummer 1. Heißhunger. Und ey, das ist nun genau das Gegenteil von dem, was in der Realität passiert. Wie kriegt man Heißhungerattacken? Indem man zuckersüchtig wird, indem der Insulinspiegel den ganzen Tag piu, hochsteigt und dann piu, wieder runter in den Keller. Und wenn dein Insulinspiegel im Keller kompensatorisch unten ist, dann kriegst du Heißhungerattacken. Wenn dein Gehirn auf Zucker aus ist und du diese Schwankungen hast, dann kriegst du Heißhungerattacken. Und das Erste, was die Menschen merken, und ich habe 15 Jahre Erfahrung am Kunden, okay, mehrere tausend Menschen, und das Erste, was ich immer sofort höre, da klicke ich schon weiter, weil ich weiß schon, was als Erstes für eine Nachricht kommt. Cecil, ich habe gar keine Heißhungerattacken mehr. Ja, natürlich nicht, weil versuch mal Low Carb mit einem geringen Insulinspiegel, und das Thema alleine Insulin ist so breit, dass ich darüber ein einstündiges Video machen könnte. Aber machen wir es kurz, wenn der Insulinspiegel sehr flach ist, und ihr Sachen esst, wie Gemüse, wie Fleisch, wie Fisch, wie Eier, dann seid ihr den ganzen Tag übersackt und ihr habt gerade keine Heißhungerattacken. Also es ist genau das Gegenteil von dem, was hier gesagt wird. Auch das Gleiche mit Binge-Eating. Warum haben wir Binge-Eating-Attacken? Weil das Gehirn Zucker liebt. Er will wie ein Junkie Zucker. Und es hat einen ganz krassen Effekt, da komme ich gleich nochmal zu sprechen, auf deine Dopaminrezeptoren. Deswegen wollen wir das so stark. Und das heißt Heißhunger. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was die liebe Lena hier beschreibt. Also erster Punkt, leider komplett falsch. Also nicht mal ein Funken Wahrheit dran. Punkt Nummer 2, Müdigkeit und Unkonzentriertheit. Das sagen die auch immer wieder. Und es ist genau das Gegenteil. Wir wissen in der Wissenschaft, aber Presse in Style hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Wir wissen, dass das Gehirn am liebsten die Energiequelle Fette nimmt oder Ketonkörper nimmt. Okay, das ist die bevorzugte Energiequelle vom Gehirn, sind Ketonkörper oder Fette. Das wissen wir bereits schon seit langem. Und wir haben gerade, wenn wir auf diese Energiequelle setzen, haben wir dauerhaft eine durchgehende gute Energie. Das ist die Energieform, die das Gehirn braucht, um sich konzentrieren zu können. Und das, was sie hier anspricht, da ist so 1% Wahrheit dran, weil sie spricht vielleicht
über eine Umstellungsphase, wo wir von Zuckerjunkie, ich fresse den ganzen Tag über Zucker, zu ich esse jetzt wenig Zucker. Da sagt das Gehirn, ey, Moment mal, was ist los mit dir da unten? Kannst du mal bitte wieder ein bisschen Zucker essen? Das ist eine kurze Umstellungsphase. Wenn ihr diese Phase hinter euch habt, dann ist das für die Konzentration und gerade für Müdigkeit das Beste, was ihr machen könnt. Was kriege ich seit 15 Jahren? Gleich nach, Cecil, ich habe keinen Heißhunger mehr. Was kriege ich als nächstes? Immer zu hören, Cecil, ey, ich habe den ganzen Tag über Energie. Ich brauche gar nicht mehr so viel Schlaf. Immer das Gleiche, biochemisch klar. Punkt Nummer 3. Mundgeruch. Auch wieder so ein Punkt, der ist so an den Haaren herbeigezogen, so irgendwo da hinten ist so ein Fünkchen Wahrheit dran. Was ist es, wenn wir auf Zucker reduzieren und der Körper Ketonkörper produziert? Was auch, man muss nicht immer in Ketose sein. Man kann auch einfach Low Carb machen, in der Fettverbrennung sein, dann hat man das nicht. Aber sagen wir mal, man fährt die Kohlenhydratspeicher so weit runter, dass man Ketonkörper produziert. Dann ist ein Abbauprodukt, ist Aceton. Und auf der anderen Seite Behydroxy, aber scheißegal, Aceton. Das ist ein Abbauprodukt, das gewünscht ist, weil es kann nicht rückresorbiert werden. Es geht praktisch als Energie verloren. Ihr verbrennt mehr Kalorien. Ihr seid in einer starken Fettverbrennung und ihr verbrennt noch mehr Kalorien, die nicht rückresorbiert werden kann durch dieses Abfallprodukt Aceton. Das heißt, in der Umstellungsphase, und darauf kommt es an, kann es sein, wenn man eine Keto-Ernährung fährt und nicht Low Carb normal macht, was ich ja sowieso immer bevorzugen würde, dann kann es eine Umstellungsphase sein von vielleicht einer Woche oder zwei Wochen. Danach ist Aceton nicht mehr nachweisbar. Okay? Es ist auch wieder nur eine kurze Umstellungsphase und nicht so, dass man, hey, ich mach seit 10 Jahren Low Carb, ich stinke seit 10 Jahren aus dem Mund. Ey, oh Mann. Punkt Nummer 4, Kopfschmerzen. Und ey, das ist nicht meine Begründung. Ey, wenn die Kohlenhydrate, wenn der Insulin runter ist, dann kriegt man Kopfschmerzen. Okay, kannst du mir bitte eine Quelle verlinken? Kannst du mir bitte irgendwas dazu sagen? Ey, das ist so, als wenn ich sage, ja, wenn man Wasser trinkt, dann kriegst du Durchfall. Ja, wo kommt das her? Erklär doch mal bitte, was meinst du denn damit? So. Also, nein. Was soll ich sagen? Nein, es ist einfach nur falsch. Was kann man machen, wenn man zum Beispiel Kopfschmerzen hat, Migräne, Kopfschmerzen? Da sind zum Beispiel Sachen wichtig, die die Gefäße erweitern, wie Arginin, wie zum Beispiel Magnesium. Das sind Sachen, die die Gefäße erweitern. Aber Kopfschmerz hat per se nichts damit zu tun, Kohlenhydrate und Zucker zu reduzieren. Das ist einfach von vorne bis hinten Quatsch. Und wenn sie mir eine Studie drunter gelegt hätte, dann hätte ich die einfach zerfleddert. Okay? Punkt Nummer 5. Echt anstrengend mit diesen Medien. Immer wieder, ja, Ballaststoffe. Ja, in den Kohlenhydraten sind ja so geile Ballaststoffe drin. Und wenn man das nicht isst, dann... Wer sagt, dass man bei einer kohlenhydratreduzierten Ernährungsform keine Ballaststoffe aufnimmt? Was ist das für ein Nonsens? Es ist einfach so dumm, dass es echt schwierig ist, noch immer wieder dagegen zu argumentieren, weil es so dumm ist, meine liebe Lena. Es ist so dumm. Guck dir alleine mein Eiweißbrot an. Da ist Mandelmehl drin, da sind Leinsamen drin, geschrotet, Leinsamenmehl und so weiter und so fort. Du kannst Flohsamenschalen, du kannst einen Joghurt mit Leinsamen, mit Chiasamen. Ey, das sind alles Ballaststoffbomben. Okay, es sind alles Ballaststoffe. Warum muss ich ein Vollkornbrot mit Zucker, mit Gluten, mit allem Scheiß essen, um Ballaststoffe aufzunehmen, wenn ich einfach Leinsamen essen kann? Wo ist der Sinn? Also es ist einfach zu dumm, als dass man dagegen noch argumentiert. Punkt Nummer 6. Und jetzt muss ich vorlesen, weil das so falsch ist, dass ich die Krise kriegen könnte. Stehen dem Körper zu wenig Kohlenhydrate zur Verfügung, produziert der Hypothalamus eine erhöhte Menge an Hungerhormonen. Bleiben diese Werte konstant erhöht, kann es zu Störungen anderer Hormone, zum Beispiel die Stimmung regulieren, kommen, weil deren Produktion zurückgestellt wird. Stimmungsschwankungen sind häufig Folge des Ungleichgewichts. Das ist jetzt wirklich schwarz auf weiß der größte Scheiß, den man überhaupt verzapfen kann. Es ist genau andersrum. Was macht Zucker? Was macht zum Beispiel Fruchtzucker? Fruchtzucker unterdrückt zum Beispiel nicht das Hungerhormon. Also du kannst, es gibt Untersuchungen, dass die Kinder, bevor sie bei McDonald's was essen, zimmern sie sich eine Cola rein und essen danach noch mehr Kalorien, als wenn sie die Cola nicht getrunken hätten, obwohl so eine Cola schon, keine Ahnung, 500 Kalorien bereitstellt. Gerade durch den Fruchtzucker im Zucker wird dieses Hungerhormon nicht unterdrückt. Gerade, es ist genau andersrum. Was macht Zucker? Zucker macht Folgendes. Zucker macht genau das Gegenteil von dem, was sie hier sagt. Also es ist komplett falsch. Zucker sorgt dafür, wir haben
im Fettgewebe ein Signal, das ist das Leptinsignal. Leptin geht oben zum Gehirn und sagt, hey, kannst aufhören zu essen, du bist satt, alles ist gut. Was blockt jetzt dieses Leptinsignal? Das wird geblockt durch zu viel Zucker, durch zu viel Insulin. Insulin blockt dieses Signal. Das heißt, das Gehirn sieht nicht mehr, dass das Fettgewebe sagt, hey, du hast genug gegessen, kannst aufhören zu essen. Das sieht das Gehirn nicht mehr, weil hier ein Block vor ist durch Insulin, durch zu viel Zucker. Das heißt, Leptin will eigentlich anrufen und sagen, hey, Cecil, kannst aufhören zu essen. Ich sehe es aber gar nicht, weil Insulin im Weg ist und ich esse immer weiter. Und was passiert noch? Dadurch wird im Hypothalamus nämlich genau das Gegenteil von dem gemacht, was sie sagt. Nämlich, ich fahre den Sympathikus, der mich schnell hält, der mich aktiv hält, runter und fahre den Parasympathikus hoch, weil das Gehirn denkt ja, ich verhungere. Weil das Gehirn sieht kein Signal mehr aus dem Fettgewebe. Deswegen denkt das Gehirn, der Typ verhungert. Was macht das Gehirn logischerweise, wenn die Gefahr besteht, dass du verhungerst? Fährt den gesamten Stoffwechsel runter, Parasympathikus läuft, du hast keinen Bock mehr, irgendwas zu machen, außer auf deiner Couch zu sitzen und du hast den ganzen Tag über Hunger. Das macht genau Zucker. Und mit Zucker meine ich auch alle Formen von Kohlenhydratquellen. Also auch ein Vollkornbrot kommt im Blut als Zucker an. Zum Glück als Glucose. Glucose ist weitaus weniger schlecht als Fructose. Fructose ist Lebergift ab einer bestimmten Menge. Aber es geht um die Insulinausschüttung. Auch wenn ich den ganzen Tag über Vollkornprodukte fresse, schütte ich ohne Ende Insulin aus. Und das macht diesen Block, okay? Einfache Biochemie von einer Lena von InStyle einfach mal in die Welt komplett andersrum falsch rausposaunt. Da könnte ich wirklich kotzen, okay? Punkt Nummer 7. Meine Fresse. Ich habe selber meine letzten Jahre im Profisport kohlenhydratarm mich ernährt. Ich hatte niemals so viel Erfolg, was meine Kraft und meine Regeneration angeht, wie in der Zeit. Wenn ich das 10 Jahre vorher gewusst hätte, hätte ich meine gesamte Profikarriere Low Carb gemacht. Warum? Weil der Körper sich auch umstellt. Warum ist es heutzutage so, dass gerade zum Beispiel im Ausdauersport, Marathon, die Leute nicht mehr von morgens bis abends nur Nudeln fressen? Warum? Weil sie dann zum Beispiel von Montag bis Freitag komplett kohlenhydratarm fahren, damit die Fettverbrennung richtig läuft. Weil wer kann einen Marathon mit so einem kleinen Kohlenhydratspeicher laufen? Keiner. Das heißt, nach einer halben Stunde, Stunde ist der Speicher sowieso leer und man muss in die Fettverbrennung. Es sei denn, man haut sich die ganze Zeit irgendwelche Süßzuckerdinger rein. Das heißt, es ist sehr wichtig, sogar für Ausdauersportler, die Fettverbrennung zu optimieren. So, deswegen gibt es heute sehr, sehr viele Ausdauersportler, die Keto fahren. Natürlich Kohlenhydrate reduzieren, natürlich. Und ich kann das gerade für die Regenerationsfähigkeit nur empfehlen. Also alles, was sie hier sagt, mit keine Energie, ist völliger Schwachsinn. Und warum ist es auch Schwachsinn? Weil die Leute, die keto-adaptiert sind, okay, die eine Zeit lang, monatelang, sich kohlenhydratarm ernähren, die bilden genau den gleichen vollen Kohlenhydratspeicher wie die anderen, die den ganzen Tag nur Nudeln fressen. Das ist doch jetzt komisch. Das kann biochemisch eine Lena von InStyle natürlich nicht verstehen, aber es ist gefährlich für euch, weil es ist einfach eine falsche Aussage. Was die Wahrheit ist, ist, dass die Leute, die keto-adaptiert sind, den gleichen Kohlenhydratspeicher haben, auffüllen, wie Leute, die den ganzen Tag nur Kohlenhydrate fressen. Was passiert aber in einem Wettkampf? Gibt es auch Untersuchungen ohne Ende zu. In einem Wettkampf ist es dann so, dass der keto-adaptiert ist, seine Kohlenhydratspeicher in Ruhe lässt und die ganze Zeit schön auf Fettverbrennung ist. So, ganz einfach. Und der bewahrt die auf für einen Endspurt, für, keine Ahnung, den letzten Kilometer nochmal vor der Zielgeraden oder so. Das ist der Effekt. Aber, meine Freunde, ihr dürft, teilt dieses Video unbedingt, weil es kann ja nicht sein, dass diese Medienleute irgendeinen Scheiß daraus posaunen, euch schaden und dass das auch noch Leute sehen und denken, oh ja, stimmt, hat ja recht. Deswegen müssen wir dieses Video teilen, damit schon bevor der nächste Scheißbericht kommt, weil die Berichte sind ja alle mit diesen 7 Punkten, vielleicht gibt es noch 1, 2 Punkte mehr, aber es ist immer die gleiche Scheiße. Und damit ihr dann schon Bescheid wisst, deswegen müsst ihr das teilen. Weil mir schreiben die Leute dann immer auf Instagram, ey Cecil, ich habe mich schlapp gelacht, guck mal den Bericht. Weil ihr es jetzt besser wisst, okay? Und das wollen wir so weiterführen, dass diese Klatschmedien, die überhaupt nichts mit Ernährung zu tun haben,
nicht damit durchkommen. Okay? Die wollen, dass ihr den ganzen Tag, ist ja auch hier das erste Bild gleich eine Pizza, die wollen, dass ihr den ganzen Tag Pizza fresst und euch ins Grab schaufelt. Okay? Und dass die 70% ernährungsbedingten Krankheiten, die wir heute haben, dass das schön so weitergeht, weil sonst würde das gesamte Gesundheitssystem sofort zusammenbrechen. Und das will natürlich kein Arsch. Und deswegen machen wir einfach solche Berichte. Top! Okay, meine Freunde, das war's für heute. Teilt diesen Bericht und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Natürlich den Like-Button rasieren und bis bald, euer Coach Cecil. Are you listening? Damn.